steigt der Goldpreis in den nächsten 18 Monaten auf über 3000 Dollar pro Unze. Das ist ein Kursziel, das nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern das kommt von Bank of America. Und ein solcher Anstieg würde natürlich bedeuten, dass auch die Anleger, die die Rallye bei Gold bis jetzt verpasst haben, mit Gold noch jede Menge Geld verdienen könnten. Aber wie wahrscheinlich ist das und wie realistisch ist das? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Steigt Gold auf 3000 Dollar bis Ende 2021? Das glaubt man zumindest bei Bank of America. Bank of America ist auch nicht irgendwer. Also normalerweise ist es so, dass die großen Investmentbanken bei der Goldpreisprognose immer eher konservativ sind. Also so richtig hohe Kursziele kommen aus der Ecke immer sehr selten. Und jetzt geht aber erstmals mit Bank of America ein großes Analysehaus richtig aus der Deckung und prognostiziert da einen sehr starken Anstieg. Also jetzt nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen und die üblichen Goldpublikationen, sondern wirklich ein großes Analysehaus haut jetzt ein extrem hohes Kursziel raus für Gold. Und so ein Anstieg, das wäre natürlich spektakulär. Gold hätte dadurch nämlich vom aktuellen Niveau aus ein Kurspotenzial von über 70%. Und es würde heißen, dass jeder, der die Rallye bis jetzt verpasst hat, trotzdem immer noch gemütlich einsteigen könnte und viel Geld verdienen könnte mit Gold. Mal ganz zu schweigen davon, dass man sich ja auch Goldaktien kaufen könnte beispielsweise, und damit hätte man ja noch einen viel höheren Hebel in den meisten Fällen auf diesen Goldpreisanstieg. Und das wären ja durchaus Perspektiven, möchte man sagen. Aber ist es wirklich so sicher, dass Gold so stark steigt, und ist das jetzt zurzeit der eine große No-Brainer, oder kann das mit Gold auch anders laufen? Darum geht's heute, und bevor wir loslegen, kurze Erinnerung nochmal: Morgen geht unser Zukunftsmärkte-Report raus zum Thema Amazon versus Alibaba, also die chinesische versus die amerikanische Internetaktie, beziehungsweise, naja, Amazon ist ja schon wieder auf neuem Rekordhoch, und da stellt sich die Frage, schafft das Alibaba auch, und ist Alibaba vielleicht sogar die bessere Aktie? Und falls Sie Zukunftsmärkte nicht kennen, Zukunftsmärkte, die Zukunftsmärkte-Reports, das sind Analysen von uns, die kriegen Sie jederzeit kostenlos. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag, und anmelden nicht vergessen, also, weil morgen geht ja der Report zu Amazon und Alibaba schon raus. Aber zurück zu Gold. Warum soll Gold jetzt nochmal um 70% steigen? Die Goldbullen argumentieren da alle sehr ähnlich, auch Bank of America argumentiert so. Es geht natürlich um die Folgen der Coronavirus-Krise, die wir momentan haben, und um die Probleme, die wir ohnehin schon haben, die sich jetzt aber nochmal deutlich verstärken. Also Verschuldung der Staaten, exzessive Notenbankenpolitik, Stützung der Bondmärkte durch die Notenbanken. Wir kennen das alles zu Genüge. Wir haben uns auch fast schon daran gewöhnt, an diese an sich bizarren Dinge. Aber das Ganze kommt zurück oder wird noch stärker, diesmal mit enormen Summen, die wir bisher noch nicht gekannt haben, die das, was wir kennen, nochmal deutlich übersteigen. Und das ist das Thema, das die Goldbullen umtreibt, natürlich. Also viele Fans von Gold oder Goldbullen, die ich kenne, die sind oft aus dem Aktienbereich, haben sich also mit den Finanzmärkten durchaus beschäftigt. Und wenn man das seit vielen Jahren gemacht hat, dann gibt es ja immer diese eine große Zäsur, nämlich die Finanzkrise 2008. Und das, was seitdem passiert ist, das beobachten die Goldfans mit, ja, wachsendem Entsetzen, könnte man sagen. Also mit Blick auf die Verschuldung, mit Blick auf die Notenbanken.
Aus dem allen hat nicht jeder die gleichen Schlüsse gezogen, das ist logisch, aber die Gold-Fans sehen diese Entwicklungen seitdem eben sehr, sehr skeptisch. Sie sehen eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, mehr oder weniger, und wodurch dann unkalkulierbare Risiken auch entstanden sind. Oder aber sie sehen es zumindest so in der milderen Variante, dass durch diese Notenbankpolitik klassische Geldanlagen entwertet worden sind. Das ist die Argumentation oft für Gold und das ist auch bei Bank of America mehr oder weniger so. Also wir sind in einer schweren Krise. Wir haben jetzt nochmal entsprechend die Reaktionen von Staaten und Notenbanken und das weltweit. Und der Umfang dieser Maßnahmen stellt eben alles bisher Dagewesene nochmal in den Schatten. Also allein die G20-Staaten haben kurzfristig Hilfsprogramme angekündigt von über 5 Billionen Dollar zusammengenommen, also zusätzlich zu dem, was sie ohnehin schon ausgeben. Und damit wird man jetzt die Weltwirtschaft nicht ankurbeln, sondern man hält sie ja sozusagen nur über Wasser. Und die weltweite Gesamtverschuldung, die ist ja vor dieser Krise inklusive Unternehmen und Privathaushalte schon bei 255 Billionen Dollar gewesen. Das sind 322% vom globalen Bruttoinlandsprodukt. Und hier ein weiterer Aspekt, Bilanzsumme der Fed, der US-Notenbank, an der wir sehen können, welche Assets die US-Notenbank gekauft hat, um die Märkte zu stabilisieren. Das Ganze geht natürlich los während der Finanzkrise und in Jahren danach sehen wir, die Bilanzsumme ist immer stärker gewachsen und 2018 hat sie sich auch nur unwesentlich verringert eigentlich. Und jetzt in der Virenkrise, da haben wir den nächsten enorm starken Schub nach oben, also innerhalb von wenigen Wochen von 4 Billionen Dollar auf über 6 Billionen Dollar, was auch doppelt so viel ist, dieser Sprung, wie der direkt nach der Finanzkrise. Und wir wissen auch nicht, wann das Ganze endet und wo das Ganze wieder endet. Das ist die Situation momentan, ist natürlich ein sehr gutes Argument für Gold. Und Bank of America hat noch ein weiteres gutes Argument für Gold, nämlich die Positionierung der Anleger. Da argumentiert Bank of America, dass es so ist, obwohl ja viel für Gold spricht, hätten sich die meisten Anleger eben noch nicht entsprechend positioniert. Die meisten seien nur leicht übergewichtet momentan, aber nicht ansatzweise so stark, wie man das in diesem Umfeld erwarten würde. Und dementsprechend könnte da noch vieles kommen an Käufen und dementsprechend gibt es noch viel Raum für steigende Kurse. Und auch das halte ich für schlüssig. Es ist in den letzten Jahren zwar schon immer wieder gesagt worden, naja, jedes Portfolio sollte auch einen Edelmetallanteil haben, aber ich glaube, dass gerade die Großanleger und die großen institutionellen Anleger nach wie vor relativ wenig Gold halten momentan. Sonst wäre nämlich die Nachfrage auch deutlich größer gewesen in den letzten 10, 15 Jahren. Mit anderen Worten, wir haben gute Argumente für Gold, für einen Kauf von Gold und ich würde die auch alle unterschreiben eigentlich. Aber nur zu 70% oder so. In der Praxis hat das Ganze nämlich durchaus seine Tücken und in der Praxis ist es auch so, dass Gold sich nicht immer so verhält, wie die meisten Leute glauben und vor allem auch nicht so, wie das viele Goldbullen glauben. Das ist leider so. Das ist Gold die letzten 5 Jahre. Wir haben ein mehrjähriges Hoch erreicht, ist klar. Gold steigt aber im Grunde schon seit Ende 2008. Und der letzte Anstieg im Zuge dieser Krise jetzt, der sieht jetzt zwar ganz gut aus, aber das war nicht mehr so besonders viel. Also auf Sicht von 3 Monaten ist der Goldpreis jetzt nochmal gestiegen, aber um weniger als 10% eigentlich, obwohl sich ja die Lage extrem verschärft hat. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, ist doch gut so, wenn die anderen Marktteilnehmer das noch nicht geschlafft haben. Das ist meine Chance als Anleger, deswegen ist jetzt noch viel Luft nach oben. Man kann aber natürlich auch skeptisch sein und sich fragen, warum sind denn die anderen Marktteilnehmer so zurückhaltend? Und das ist nochmal ein längerer Zeitraum seit 2007, also kurz vor der Finanzkrise.
Was Sie wahrscheinlich alle wissen, während der Finanzkrise ist Gold erstmal gefallen, so wie jetzt in dieser Krise übrigens auch. Und danach ist es dann aber enorm stark gestiegen. Der Höhepunkt, der war aber schon erreicht im Sommer 2011. Und danach ist eine Zeit gekommen, die für viele Goldanleger sehr bitter war und die auch viele überrascht hat. Gold ist dann nämlich wieder stark gefallen und das bis Anfang 2016. Und das, obwohl ja die Zinsen die ganze Zeit niedrig geblieben sind und obwohl die Notenbanken ja immer mehr Käufe am Markt vorgenommen haben, und so weiter und so fort, haben wir ja vorhin auch gesehen. Also die Fed zum Beispiel hat die Positionen in der Bilanz ja erst 2018 überhaupt wieder verringert. Die EZB und die Bank of Japan haben das überhaupt nicht getan. Aber das alles hat dem Goldpreis nicht mehr geholfen, erstmal. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja der Goldpreis sogar erst dann wieder gestiegen, als sich witzigerweise abgezeichnet hat, dass die Fed jetzt sogar wieder strafft. Also das Gegenteil von dem, was viele Marktteilnehmer erwartet hätten vom Goldpreis. Und warum das so war, das habe ich ja in meinen früheren Goldvideos auch immer wieder behandelt. Und dass Gold aber so stark gefallen ist, seit 2011, das hat viele Goldfans sehr verstört. Es war ja eine Zeit, wo man genauso wie heute sagen musste, dass alles für Gold spricht, mit Blick auf die Verschuldung, mit Blick auf Notenbanken und so weiter. Und noch bitterer war es ja für die aus dem Euroraum, also die das Ganze aus einer europäischen Sicht gesehen haben, weil die Eurokrise war da ja auch noch lang nicht vorbei, als das Allzeithoch war bei Gold. Das hat sich erst ein bisschen entspannt, als da die berühmte Rede von Mario Draghi gekommen ist im Juli 2012. Das ist eine Grafik hier, die kennen Sie schon aus unserem vorletzten Zukunftsmärkte-Report. Also im Juli 2012, da war dann klar, dass auch die EZB die Geldpolitik unfassbar lockern wird, um die Lage da zu stabilisieren. Aber auch das hat dem Goldpreis wirklich nur noch ganz kurz ein bisschen Schub gegeben. Ein paar Monate später ist dann ja endgültig die große Korrektur gekommen. Und das kann uns diesmal auch wieder passieren. Weil wer weiß denn, was in einem halben Jahr ist oder in einem Jahr ist? Also vielleicht sagen wir dann ja schon alle, ja, die Corona-Krise, das war ganz, ganz schlimm, aber das ist ja jetzt vorbei. Und jetzt geht es ja wieder aufwärts. Und vielleicht ist es da auch so, dass die Notenbanken und die Staaten trotzdem ordentlich reinbuttern nach wie vor in die Wirtschaft, was ja für Gold eigentlich positiv wäre. Also genauso wie von 2011 bis 2016. Aber die Marktteilnehmer verlieren trotzdem das Interesse und wenden sich anderen Dingen zu, also im Aktienmarkt zum Beispiel wieder, weil sie eben der Meinung sind, wir gehen ja jetzt wieder auf eine Normalisierung zu. Mit anderen Worten, das kann uns theoretisch jetzt wieder passieren. Und ich wollte es wirklich nur mal gesagt haben, weil wir ja momentan wieder in so einer Situation sind, in der für Gold jeder optimistisch ist und in der keiner sagt, ja, es ist aber schon ganz schön weit gestiegen und man könnte auch mal vorsichtig sein oder das anders sehen. Und solche Situationen, solche Konstellationen sind ja auch immer ein bisschen gefährlich. Was ist mein Fazit schlussendlich? Also eigentlich bin auch ich optimistisch für Gold, also auch kurzfristig. Also ich gehe aus den genannten Gründen, die wir heute hatten, davon aus, dass Gold erstmal steigen wird. Ich glaube aber nicht, dass das eine ganz selbstverständliche, in Stein gemeißelte Sache ist, dass Gold jetzt auf 3000 Dollar pro Aktie rennt und dass hier jeder automatisch das große Geld damit verdienen wird. Das glaube ich nicht. Auch Gold, wie wir gesehen haben, hat seine Tücken. Und wenn Sie jetzt Gold kaufen oder vielleicht sogar Goldaktien mit einer kurzfristigen Gewinnerzielungsabsicht, dann müssen Sie auch ein bisschen vorsichtig sein, dann müssen Sie auch an dem Thema dranbleiben. Was kein Problem ist, ich werde hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal weiterhin Updates machen zu Gold, zu Edelmetallen, zu Edelmetallaktien auch. Und den Zukunftsmärkte-Kanal können Sie natürlich auch abonnieren. Und wenn Sie das tun, dann gehen Sie am besten auch gleich auf das Symbol mit der Glocke. Das ist die Benachrichtigung für neue Videos. Da sehen Sie nämlich, wann neue Videos da sind von mir und Sie sehen auch zu welchem Thema.
Also wenn Sie sich jetzt beispielsweise nur für Gold interessieren, dann schauen Sie sich eben nur die Goldvideos an von uns und eventuell nur vielleicht auch mal ein anderes. Aber vielleicht ist ja auch mal ein anderes Thema dabei, das interessant ist für Sie. Wenn man jetzt nicht kurzfristig agiert bei Gold, sondern wenn man mittelfristig, langfristig denkt, da bin ich nach wie vor der Meinung, dass man Gold und eventuell Goldaktien auch haben sollte im Portfolio und dass das sogar relativ unentbehrlich ist. Weil ich eben glaube, erstens, man weiß nie, was kommt. Das ist schon mal ein sehr guter Grund für Gold. Und zweitens, die Gesamtkonstellation, die wir haben, die spricht eben doch irgendwie für Gold. Also was ich genannt habe, Verschuldung, Niedrigzinspolitik, anhaltender Deflationsdruck auch und die Krise momentan bestätigt das ja auch irgendwie wieder, dass die reichen Industrieländer nämlich aus dieser Lage, in die sie gekommen sind, nicht mal wirklich rauskommen, sondern dass sich das von Mal zu Mal und von Krise zu Krise verschärft, was diese ganzen Probleme betrifft. Und die Lage hat sich seit der Finanzkrise nie wirklich normalisiert und es ist leider auch ganz eindeutig so, dass wir im Moment auch von der Normalisierung weiter weg sind als jemals zuvor seit der Finanzkrise. Dazu demnächst mehr, in einem von nächsten Videos. Ich bleibe vorher erstmal bei meinem Fazit. Also Gold zu haben ist kein Fehler. Es lohnt sich, welches zu haben, weiterhin. Und es lohnt sich aber vor allem auch, sich als Anleger weiter damit zu beschäftigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank fürs Zuschauen.